Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Und ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, aber zu BO3-Zeiten hatte ich eine ganz exquisite... Ich glaube, ich habe wieder Lippenstift drauf, weil Sonny mich geküsst hat. Einen Moment. Ach, scheiß drauf, ich stehe dazu. Eine ganz exquisite Challenge, und zwar 1000 Kills ohne zu sterben. Damals war das so, dass man in TDM dann gegen 17 Bots gespielt hat und dann halt 1000 Kills gemacht hat ohne zu sterben. Das war damals relativ simpel, weil du auf Nuketown eigentlich easy spielen konntest. Jetzt ist das Ding, es gibt kein Nuketown. Das bedeutet, wir gucken jetzt mal gemeinsam, wie man das hier am besten setupen kann, um dann 1000 Kills zu machen gegen Bots ohne zu sterben. Zum Vergleich im Übrigen, für die Leute, die denken, das ist sehr einfach. Ich habe damals sehr, sehr viele Versuche gebraucht, weil irgendwann immer irgendein Bot irgendeine Granate wirft, die dich vielleicht holt. Ich würde sagen, machen wir mal den Spielmodus fresh, dann machen wir die Klasse fresh und dann schauen wir mal, ob es heute funktioniert. So Leute, also hier kann man schon mal einstellen, Unlimited und 1000 Points, das ist schon mal sehr gut. Hier brauchen wir nichts einzustellen, weil die Bots werden auch nicht dauerhaft auf der Minimap angezeigt, damit ihr das nachmachen könnt, falls jemand von euch die Challenge auch machen möchte. So, jetzt ist es immer ein bisschen blöd mit diesen Bots hinzufügen, das haben die sehr, sehr merkwürdig gemacht. Ich glaube, wir können es auch maximal gegen 5 Bots spielen, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder kann man hier die Teamgrößen noch vergrößern? Okay, das heißt, wir können hier echt nur gegen... Ah, ne, können wir nicht. Gott sei Dank, wir können gegen mehr. Okay, sehr gut. Die zwei Zimmer hier rüberschieben. Geht hier noch mehr? Komm, das war's. 6 Stück. Okay, gegen 6 Bots können wir spielen. Okay, die Map müssen wir jetzt auswählen. Es gibt ja noch keinen Nuketown, deswegen müssen wir eine andere Map versuchen. Oh Gott, ich glaube, es wird aber auf einer Map so gut wie unmöglich. Also wisst ihr, wie lange das dauern wird, dass man alleine hier so wenig Gegner hat? Das wird eine Konzentrationsaufgabe der Vergeltung, Alter. Ach du heilige Scheiße, Mann. Das wird so krank, was gleich passieren wird. Hey Leute, ich würde sagen, am meisten Sinn macht eigentlich Firing Range, oder? Da wird es auf jeden Fall am schnellsten gehen, viele Kills zu machen. Wir wählen Firing Range. Oh Gott, Freunde, ich weiß nicht, ey. Ghost Streaks müssen wir jetzt wirklich gut überlegen. Der Heli ist ja ziemlich krass. Das Gunship dürfen wir auf keinen Fall nehmen, weil wir uns da reinsetzen müssen. Ich würde sagen, wir probieren hier nochmal hier so eine Sentry Gun. Ja, und das Strike Team eigentlich. Ich denke mal, das ist die einzige Möglichkeit mit diesen drei Streaks. Das macht Sinn. Ach du Scheiße. Okay, gut. Jetzt müssen wir so eine Klasse erstellen. Vom Magazin her, das habe ich auch damals schon gemacht, muss ich jetzt die Titan benutzen, weil es geht nicht anders. Ich muss einfach ein LMG verwenden, sonst wird es einfach schwierig. Quick Draw Dog. Okay. Plünderer packen wir uns ein, damit wir nicht unbedingt Crash nehmen müssen, sondern einen killenden Specialisten. Ich würde sagen, das passt eigentlich so, ne? Ich könnte mir natürlich jetzt auch 18 Sachen in die Klasse machen und dann würde es anders sein, aber ich glaube, das machen wir nicht. Wir machen ganz normal mit den 10 Slots, die wir haben. Okay, und ich würde sagen, dass wir jetzt noch den Specialisten auswählen müssen. Okay, wir starten den allerersten Versuch, diese Challenge zu schaffen. 1000 Kills ohne Tod. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wo ich mich hinsetzen werde, weil ich werde nicht viel rennen können. Ich würde sagen, als Specialist brauchen wir irgendeinen, der uns im Notfall rettet. Das könnte eventuell der Ajax sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nehmen wir Ajax oder Vision? Puls, oh mein Gott, oder Ruin? Ich glaube, wir nehmen Ajax für den Notfall. Ich glaube, das könnte was bringen, weil wir uns einfach verpissen können. Unterm Schild sozusagen. Okay, Leute, gucken, ob das geklappt hat. Ja, wir spielen gegen 6 Gegner. Kim, An, Neil, Robinson, Border, Ryan. Okay, ich darf keinen einzigen Fehler machen und das wird locker eine halbe Stunde dauern. Ach du heilige Scheiße. Okay. Ich habe 2 Tage nicht gespielt. Okay. Das Ding ist, ich habe gehört, die Bots sollen in BO4 nicht so schlecht sein, auch nicht auf Recruit. Und ich müsste mir jetzt eigentlich eine kleine Base raussuchen. Ich glaube, ich bleibe erstmal ein bisschen hier. Wobei hier ist vielleicht auch relativ offen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall darf ich nirgendwo hingehen, wo es zu voll werden könnte. Das ist das Gefährlichste von allen. Ihr seht schon, das ist diesmal aber ganz anders, weil... Alter, das wird wirklich... Ich glaube, die Challenge wird ewig dauern, Leute. Weil früher hätte ich jetzt wahrscheinlich schon 20 Kills gehabt oder so. Oh, oh, ich höre die Schritte. Das meine ich, Leute. Seht ihr, die machen manchmal so Sachen. Was ist... Und da war es das schon. Da war es das nämlich schon, Leute. Aber es hat mich direkt auf eine Sache aufmerksam gemacht. Tja, und jetzt muss ich überlegen. Wisst ihr was? Wir müssen hier eigentlich Taktikmaske und Flag Jacket spielen. Das ist jetzt kein Scheiß. Müssen wir eigentlich spielen. Dann müsste ich aber hier was rausnehmen, weil wir müssen darauf achten. Sonst flashen die mich so. Und dann spielen wir hier einfach ohne schnell ziehen und hoffen, dass wir es nicht so oft brauchen, sondern dass wir viel im Scope bleiben können. Okay. Ich würde sagen, probieren wir das mal so. Und dann müssen wir halt mit Crash spielen, um mir die Munitionspackages zu legen. Eieiei, es wird nicht so einfach. Ich dachte, es wird einfacher. Okay, Versuch Nummer 2. Versuch Nummer 2. Jetzt macht mir so Angst, dass man am Anfang immer nicht weiß, wo die laufen. Und dann laufen die als so eine riesige Crew. Okay, die Titan geht auch ohne schnell ziehen. Einigermaßen klar, glaube ich.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mal gehört, die Bots sollen jetzt schlau sein. Dass sie irgendwie auch dann alle zu einem laufen und so. Und das wäre natürlich nicht sehr gut. Guck mal, der hätte mich snipen können. Wo kam er her? Dieses kleine Gespenst. Okay, die kommen jetzt echt alle zu viel hier zu mir gerade. Ich muss mal kurz durchziehen. Ey, alles klar, okay. Junge! Ich war voll überfordert. Da kommen alle auf einmal. Okay, zwei Versuche schon mal komplett gechoked. Okay, die Art und Weise, wie die Bots gelaufen sind, hat mir wirklich gerade Angst gemacht, Leute. Das hat mir gerade wirklich Angst gemacht. Die haben mich anscheinend irgendwie gesucht. Jetzt ist mir nicht wirklich jemand nachgejoint, oder? Oh mein Gott, bist du ein Opfer. Das ist doch nicht normal. Ich spiele hier, habe zwei Tage nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, wie der Typ darauf kommt, mir nachzujoinen. Ah, wir haben sogar 7 Gegner, check ich gerade. Okay, wir haben 7 Gegner. Ja, Leute, ich muss wegen dem Nachjoiner jetzt alles neu einstellen. Geil. Ah, okay, Leute, okay. Wir haben was Neues rausgefunden. War, wenn man hier so ganz geduldig wartet, wir haben jetzt 12 Gegner. Okay, ich glaube, 12 Gegner ist schon mal ein guter Anfang. Das hat jetzt wenigstens funktioniert, Alter. Vielen Dank. Okay, das sieht schon mal besser aus, Freunde. Okay, gucken wir doch mal. Jetzt muss ich aber wirklich ganz krass defensiv spielen gegen 12 Gegner. Ich weiß gar nicht, wie das Scoreboard das jetzt darstellen soll in dem Spiel. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Kein Kill, ja moin. Okay, Leute, das ist alles zu offensiv. Ich muss mir eine Ecke suchen. Boah, Leute, es ist ultra schwer. Es ist ultra schwer. Ich habe noch nicht einmal Streaks gehabt. Bei Nuketown war das halt einfach, weil da gab es nur einen Ort, an dem man gehen musste. Da konnte man dann chillen. Aber hier ist es echt. Hier gibt es so viele Wege, es gibt auch keine Wächter und so. Ah. Oder wir nehmen den Specialist mit dem Schild. Schild und Stacheldraht. Und dann müssen die Streaks halt den Rest machen, aber das habe ich früher auch so gemacht. Okay, probieren wir das. Seht schon, man entwickelt beim Video immer schon selber so seine Strategien. Ich nehme jetzt zum Beispiel schon seit 20 Minuten auf und habe noch nicht eine gescheite Runde gespielt. Wer ist denn das aber? Das ist der Talk, ne? Barrikade und Razor war ja, ja. Okay, wir müssen definitiv... What the hell? Ich wurde gerade angesniped. Ich muss mir jetzt hier hinten... Ich glaube, ich gehe hier hinten irgendwo hin. Die suchen mich schon wieder. So, hier ist es ein Stacheldraht schon mal. Okay. Oh nein, dieses kleine Auto kommt. Ich will meinen Specialisten haben. Hier würde ich dann direkt ein Geschütz hinstellen. Ach, so ein Sensor-Dart haben die natürlich auch schon aufgebaut, klar. Mein Aim ist halt komplett da. Okay, was haben wir? Noch überlegen, wo das hinkommt. Ich stelle es mal hier einfach hin. Und dann würde ich hier ein Geschütz aufstellen. Noch ein Razor Wire, das lege ich hier rein. Hey, Schuss. Okay, wir haben unser Geschütz. Und ich hoffe, das wird jetzt funktionieren. Okay, wir haben immerhin schon mal 8-0. Dafür muss ich schon absolut sweaten. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass von hinten ans Schild keiner kommt. Ich muss selber eigentlich nur hier hin und wieder schauen, glaube ich. Okay, ich glaube, das Setup funktioniert ganz gut. Und das Strike-Team lasse ich auch bei mir. Das heißt, ich schicke die nicht los, damit die mich beschützen können. Boah, aber das wird eine lange Reise, Freunde. Das wird eine lange Reise. Okay, das Strike-Team bleibt jetzt ein bisschen bei mir, das ist auch sehr gut. Das Schild passt da auf. Es ist, glaube ich, ein gutes System, was wir haben. Okay, das Schild ist wahrscheinlich kaputt hier, ne? Wir brauchen auf jeden Fall gleich eine neue Sentry-Gun. Hoffentlich snipst du mich nicht. Okay, gut, ich glaube, wir haben gleich eine neue Sentry-Gun. Ist die alte Sentry noch da? Ne, die ist schon weg. Okay, wir brauchen jetzt eine neue. Komm mal jetzt raus, schnell bitte, schnell, schnell. Okay, neue Sentry haben wir. Okay, 47. Oh Gott. 4,7%. Neuer Heli, das passt sich auch gut. Ich bin halt 0% safe hier irgendwie. Ich muss auch langsam schon mal Munition sammeln gehen. Kann man zwei davon haben oder ist das andere jetzt kaputt gegangen?
Das andere ist schon kaputt, ne? Ja, das andere ist kaputt. Oh, das war nicht so gut, Alter. Das war nicht so gut. Ne, ich bin viel zu offen hier, viel zu offen. Der Attack Chopper ist halt so gut in dem Spiel, ne? Das ist halt übelst krass. Nuklear haben wir natürlich schon längst am Start. Na, spawnen die ganze Zeit da? Das würde ich natürlich dann für meinen Vorteil auch nutzen. Ah, die scheinen da die ganze Zeit zu spawnen, okay. Ah, das ist schon mal sehr gut. Weil falls das so ist, dann stelle ich hier eine Sentry Gun hin. Legen wir das mal hier hin. Ich glaube, die spawnen da jetzt aber nicht mehr. Wir müssen uns auch jetzt gleich um Munition kümmern. Boah, Digga, das war ja krank gerade. Okay, nice. Da ist einer durchgekommen. Das darf nicht passieren. Was hast du für eine Waffe gespielt? Oh, das ist sogar gut. Nice, danke, Mann. Wenn die einen Hund oder so haben, ist halt komplett Eskalation, ne? Ich weiß nicht, ob der Gegner sich jetzt hier gerade verhakt hat oder I don't know. Okay, okay. Wir haben 119. Es dauert so lange in diesem Spiel, das ist ja krank. Komm, ich mach mal kurz wieder das alte Setup. Hier könnte dann keiner durchkommen. Und dann stellen wir das wieder hier hin. Und dann stellen wir noch einen Stacheldraht hier hin. Okay, ich habe Streaks wieder. Nice. Ich verlasse mich halt gerade so darauf, dass keiner hinter mir kommt, ne? Und dass die mich nicht snipen von vorne. Jetzt haben wir ein neues Sentry. Gucken, ob man zwei haben kann. Oder ob die alte jetzt weggeht. Nee, die alte geht dann weg, nämlich. Ich muss dieses Stacheldrahtmanagement hier immer, ey. Stacheldraht hier hin. Und dann kann ich weiter hier headglitchen. Wenn ich ein neues Schild brauche, dann stelle ich es auch hin. Okay, ich glaube, wir haben unser erstes kleines funktionierendes Setup. Das Ding ist, es kann immer noch jetzt Scheiße passieren. Und das geht ganz schnell. Jetzt zum Beispiel war das Schild kurz weg. 172. Wir haben noch nicht mal ein Fünftel, Alter. Ach du Heilige. Das Ding ist, in dem Spiel, und es ist halt nicht Nuketown, die Streaks machen hier schon gut Arbeit. Sentry kommt nochmal hier hin. Heli nochmal raus. Und wir gehen nochmal darüber. Das war nicht so gut gesetzt, ey. Okay, wir haben gleich 200. Wir haben gleich 200. Alter, das wird so lange dauern. Man kann echt mehrere Strike... Digga, mein Strike-Team ist auch schon wieder so schnell down gewesen. Oder sterben die, wenn man das nächste reinholt? Ich habe so Angst, dass hinten das Sentry einen durchlässt, ne? Es muss ja nur einer mit kaltblütig da durchlaufen. Oder einer spawnt hinter mir. Das Schild ist zerstört und wir ersetzen es direkt. Neu. Okay, seht ihr, das ist lustig. Ich habe das jetzt alles in diesem Video quasi gelernt, die Strategie. Puh, okay. Tief durch ab. Guck, der ist durch. Der ist, oh mein Gott, hätte der Annihilator gehabt, ne? Ey, Leute. Oh, Mann. Oh nein, guck mal, der hat das Schild. Oh, ich fühle mich gerade irgendwie unsicher. Ich kann den Heli nicht reinholen. Heli. Heli. Heli, bitte. Oh nein, 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 nein. Weg hier, weg hier, weg hier. Ich glaube, es wurde von meinem Schild zerstört. Die Sentry hier ist auch weg. Oh Gott, wir brauchen neue Sentry. Oh mein Gott, ich habe es noch geschafft, ey. Zum Glück habe ich es noch geschafft. So, wir können es nicht mehr nachladen. Das heißt, wir müssen jetzt gleich die Waffe wechseln. Der Attack Chopper ist echt wieder übelst geil geworden dieses Jahr, ne? Die Sentry scheint safe zu sein. Das Problem ist, es könnte halt auch einer von hinten kommen. Aber das muss ich hier hinlegen. Okay, wir haben ein neues Schild am Start. Neues Strike-Team, sehr gut. Ich versuche natürlich immer selber auch noch ein paar Kills zu machen. Das ist jetzt einfach eine Konzentrationssache. Eine volle Konzentrationsarbeit. Jetzt könnte wieder einer durchgekommen sein. Sentry ist aber noch da. Oh oh, guck, jemand hat meinen Sentry zerstört. Jetzt wird's gerade ernst, Leute. Jetzt wird's gerade ernst. Heli raus, schnell. Oh oh, ich kann den Heli gerade nicht reinholen. Okay, ich konnte. Musst du so aufpassen. Habt ihr eine Waffe gedroppt hier? Habt ihr irgendeine Waffe gedroppt? Okay, der hat jetzt eine gedroppt. Wir TV, eine Vapor, das ist sehr gut. Okay. Oh mein Gott, okay. Seht ihr, wie knapp es jetzt hätte werden können, Alter? Okay, hier habe ich jetzt ultra viel Muni, das war echt gut. Das war wirklich game-changing gerade. Wir haben noch einen Stacheldraht und den legen wir, würde ich sagen, hier einfach mal hin. Vielleicht kommen die ja nicht durch. 266. Boah, scheiße, Mann. Meine Hände sind so warm. Verpiss dich, verpiss dich. Oh mein Gott, ey. Nein! Da ist ein Hund. Ist der Hund tot? Ach du Heilige, Alter, der Hund ist so gefährlich für diese Challenge, ne? Ey Leute, ich bin gerade aufgeregt wegen diesem Hund, ne? Der schießt mich da einfach an, Leute. Das Ding ist, die haben mehr als eine Person mit Hund. Der snipe da hinten, der snipe da. Heli raus, Mann, was mache ich denn? Oh mein Gott, ich habe gerade echt schlecht gespielt. Ich weiß nicht, was mit mir los war.
Junge, was machst du da? Die sind nicht so dumm, die Bots, ich schwör's euch. Die haben Vision Pulse. Ach, ich glaube, der Typ ist schon tot, der Vision Pulse hat. Ne? Das Ding ist, wenn die Streaks die ganze Zeit die Kills machen, kriege ich halt auch nicht so viel ab. Okay, Sentry. Und zurück. Das Auto kommt wieder. Wo ist es? Er hat Annihilator. Er hat Annihilator. Oh, wie er mich gesucht, Mann. Man kann den Heli so lange nicht rausholen. Das nervt so krass, ne? Jetzt kommt er, okay. Und dann, denk einfach, wie schnell der aber auch da ist. Das ist halt das Geile. 315. Ein Drittel. Leute, ich komme nicht klar. Das Sentry steht da nicht mehr. Das wäre jetzt sehr gut, wenn wir das schnell bekommen würden. Das ist ein perfektes Setup. Komm. Ja, perfekt. Sehr schön. Aber auch die Sentry Gun ist nicht schlecht in dem Spiel. Ja. Nee, aber ich nehme was übelst Wichtiges auf. Aber ich kann wirklich nicht Pause machen gerade. Schaffst du das? Wenn das ist, dann sag einfach nochmal, ja? Okay, Gott. Ich müsste jetzt eigentlich... Normalerweise wäre ich jetzt weggegangen von der Konsole, aber ich kann ja nicht Pause machen. Und es ist gerade echt gerade ultra unmöglich. Die werden gleich wie ein Hund haben. Und der Hund wird mich suchen. Das ist so gruselig. Ich mein's ernst. Okay. Wir haben einen neuen Stacheldraht. Einfach mal hier hin. Nein! Nein! Okay, Leute, langsam. Nein, ich vergesse mal, dass das Schild sich sofort automatisch aufstellt. Das ist so ein Bullshit. Guck mal, wie er wieder hier ist, ne? Nein, das wollte ich hier aufstellen. Guck mal, an solchen Kleinigkeiten kann es liegen, dass ich jetzt mit der Fernbedienung in der Hand gestorben wäre oder was weiß ich. Heli ist drin, nice. Okay, wir hatten 394. Okay, Leute, das heißt, mit diesem Highscore geht es in die nächsten Videos. 394 hatten wir. Fuck. Und dann holt er mich so belastend. Oh, das tut weh, Leute, das tut weh. Na gut, ich würde sagen, dann versuchen wir es beim nächsten Mal nochmal, wenn es euch gefallen hat. Ich muss erstmal wieder tief durchatmen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.